Erinnert ihr euch noch an diese Eisenkugel? Mit dem neuen Brenner werde ich versuchen, diese bis zum Glühen zu bringen und dann in kaltes Wasser zu schmeißen. Für diesen Versuch gilt, auf keinen Fall nachmachen und generell bei Experimenten immer Sicherheitsausrüstung tragen. Die Eisenkugel lege ich wie bei dem alten Video auf drei Nägel, damit die Auflagefläche möglichst klein ist, aber trotzdem stabil. Und dann zünde ich den Brenner an. Ich lasse am Anfang mal den Ton auf Normallautstärke. Beeindruckend, oder? Der Brenner nutzt ein Propan-Butan-Gemisch und kommt damit auf erstaunliche 1900 Grad Celsius. Nach kurzer Zeit sieht man, dass die blaue Flamme an der Eisenkugel orange gefärbt wird. Das bedeutet, gleich glüht die Kugel. Der Grund ist, hierbei lösen sich feinste Partikel und die Flamme wird dadurch etwas orange gefärbt. Und hält man die Flamme etwas weg, sieht man schon eine leicht glühende Kugel. Die Temperatur beträgt jetzt etwa 800 Grad Celsius. Aber da geht noch mehr. Welche Temperatur die Kugel jetzt hat, weiß ich leider nicht genau, da mein Thermometer in dem Bereich nicht mehr messen kann. Jetzt kann das Wasserbad kommen und wir versuchen wieder den Leidenfrost-Effekt zu erkennen. Erstaunlich ist, wie schnell die Kugel abkühlt. Und das Wasser kocht im Anschluss. Was meint ihr passiert, wenn ich die glühende Kugel auf Holz lege? Probieren wir es einfach mal aus. Das Geräusch, das hier entsteht, ist ähnlich wie beim Trockeneis und Metall. Es bildet sich Gas, welches die Kugel wegdrückt, das Gas kann entweichen und die Kugel fällt wieder runter. Und das wiederholt sich dann. Nur dass hier die Feuchtigkeit und flüchtige Gase aus dem Holz entweichen. Die Kugel verhindert, dass Sauerstoff ans Holz kommt und deswegen fängt das Brett nicht an zu brennen, sondern das Holz verkohlt. Und wie sieht es aus, wenn man die glühende Kugel auf einen Eisblock legt? Auch hier greift der Leidenfrost-Effekt. Das Eis schmilzt zwar bei Kontakt, aber danach bildet sich zwischen Wasser und Eisenkugel eine Hülle aus Wasserdampf, die isolierend wirkt, bis die Temperatur zu stark gesunken ist und die Hülle nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Was meint ihr? Kann ich mit dem Brenner die Temperatur noch weiter erhöhen, wenn ich die Kugel etwas isoliere und eine Art Brennraum baue? Wollt ihr, dass ich das ausprobiere? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Es gibt einen neuen Unterstützer auf Patreon. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich auf Magneten schwebe, schaut euch noch unbedingt das linke Video an. Und wenn ihr Versuche mit Trockeneis sehen wollt, klickt auf das rechte Video.